Interessant, was für Charaktere hier mit drin sind in der Story. Abel solltet ihr eigentlich aus Street Fighter 4 kennen. Wenn nicht, schaut mal in meine Playlist. Da ist er auf jeden Fall irgendwo zu sehen. Do you think I'm a complete fool who didn't realize you were sniffing around for the ones who have the control keys? Tell me, do you want me to melt you down like I did to that other programmer? Yes, the descent program. With this, nobody will be able to stop it from happening. Run, dun, dun, run, dun, dun, run, dun, dun. This is so perfect! This is so perfect! Operation Chains is indestructible! All the power from fear, despair, and hatred will be given to Lord Bison! Lord Bison will be the one to rule the world! Ja, wie ich es gesagt habe, die Kleine ist eine von den Hackern. Und scheinbar eine der richtig guten. Oha, Leute. Oha. Wie kann es sein, dass sie den aktiviert? But now they rebooted. What did you say? Descent program. It must have been activated. Data's coming in. If the Black Moons drop to the surface, the resulting explosion will completely destroy everything within 10 kilometers. This monitor shows the time until the moons drop. Contact all departments. Tja, es hat wohl nichts gebracht, das zu deaktivieren. Die Kleine hat das Descent-Programm aktiviert und somit auch die Moons. Oh, naja gut, es ist klar, ne? Ein Plan B hat Weiß natürlich immer. Aber wo ist er überhaupt? What's the descent program? They were hiding this as a backup plan. Each moon will directly impact on their city. This isn't good. Can't be. I hate this. Is this psycho power? Stay away from me. This isn't good. Da Abel da undercover drin war, haben die natürlich auch ihm diese Experimente ausgesetzt. Oh, schaut mal, wer da oben ist. Operation Chains is a complete success. The Black Moons will fall onto every target city and the world will become a whirlwind of chaos. Mankind will tremble with fear and despair and the world will be in flames. The negative energy from all around the world will nourish Lord Bison. Yes! The entire world will be in Lord Bison's hands! I'm beyond that. Then I'll finish you here. Well, I've never expected that your lost soul would stumble its way back to me. Kill you. It looks like you want to die. Ah, wir spielen auch noch Bison. Ihr habt gesehen, wie stark der ist. Das ist ja unglaublich. Das hat ihn ja nicht mal genug gejuckt. Krass. Und jetzt stellt euch mal vor, er würde die gesamte Energie kriegen. Charlie. Nash hat keine Chance gegen Bison. Niemals. Unglaublich. Das kann er nicht schaffen. Not yet. Idiot.
Do you think the fist of someone like you, one whose life has already expired, can even reach me? Oh nein. Ihr wisst, was das ist, oder? Nekali hat den Kampf gespürt. I've been waiting for you. Everything is going according to plan. Ich hab da so eine Ahnung. Er hat Nekali hervorgelockt, weil der die Energie von anderen Kämpfern aufgesaugt hat. Und an diese Energie will wahrscheinlich Beißlacher. Und das wird er jetzt wahrscheinlich auch schaffen, wenn wir die Kali hier besiegen. Es sei denn, er macht uns platt. Oh, das wird ganz böse ausgehen, Leute. Wenn er Nekalis Energie anzapft, dann kann er fast unsterblich allmächtig sein. Und ich glaube, diesen Plan verfolgt er die ganze Zeit schon. Er hat ihn besiegt. Zieht sich zurück. Okay. Er hat die Niederlage wohl eingesehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, Leute, dass er sich Nekali schnappt und seine Energie anzapft. Oh, good sir. Whoa, that looks painful. Can you stand? What happened? Were you able to defeat Bison? I couldn't kill him. Oh, I see. I guess they still haven't finished the job. Damn it. I still wasn't able to find my friend yet. An old friend. This friend was a bit of a bonehead since we were kids. Also made games, and one became a big hit. After that, a lot of companies were making job offers. My friend was hesitating to make a decision, but then suddenly decided to work for a company that was under Shadaloo. Probably was tricked into it. After all, how else could anyone ever end up making the Black Moons? My friend has been making mistakes for what seems like forever, and every time I got the same call for help. My friend Rashid, please save my life! Or something like that. So I helped, but never once did I get a single thank you. What a friend. This time, I think it's very serious. Then I assume you will continue looking? Good, sir. Leute. Er hat sich nicht ganz zurückgezogen. Er tobt ja jetzt in den Gängen rum. Oh Mann. Ja, die Freundin, die Rashid sucht, könnte ja eine von diesen Hackerinnen gewesen sein, zu Anfang. Ja.
Zangief! Irgendwie mag ich ihn in diesem Spiel sehr. Impeccable timing. We are here to pick us up. Everybody get on board. We must leave this place quickly. Go on, Ibuki. Please. Thank you very much. He's not in his right mind. We have to snap him out of it. Well then. Abel, why don't you throw all your aggressions at me? I'll take everything that you have with my muscles! So cool! Master Zangief! That was nice, Charge. However, you need to develop a lot more muscle power! Muscle! Gorgeous! I love it! Miss Cutting, it's time. I understand. Everyone, hurry! Understood. We go now. Yes! Roger, sir! Hey, don't push me! Something's wrong. Please, Miss Cutting. Time to go! Phew, that was a close call. Oh, please excuse me. Hey, that's my face! Ja, und da sind sie wieder vereint. Ja, wie hält man jetzt die Black Moons auf, dass sie auf die Städte fallen? Da müssen die sich etwas einfallen lassen. Beißen ist zu stark. Frage ist jetzt mal, wo ist Cammy mit DiCaprio abgeblieben? Und wenn man vom Teufel spricht. Ich denke, wir haben ihn endlich verloren. Looks like she'll never be cured. Why don't you just kill her already? Way to go! Vega hat euch die ganze Zeit verfolgt. Okay. Was führt er im Schilde? She may be an ugly doll, but she must surely have a role to play. Beauty that is born from conflict with past memories. I thought such things had been lost. This new beauty. Show it to me now. Aber ihr lasst mich jetzt nicht gegen meine Cammy-Maus kämpfen, oder? Och, ihr seid Schweine. Wie fies, aber da muss ich jetzt durch. Okay.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie die Attacken gehen von Vega. Ist schon ein bisschen her. Oh Mann, Leute. Oh, und der trifft auch noch. Oh Mann, Vega, du verdammter Mistkerl. Oder er will einfach nur DiCapri zurückholen. Weil er meinte ja, sie wird wahrscheinlich noch irgendeine Rolle spielen. That's it. I want to see everything. This pervert's giving off a real good vibe. Hey, Perv. I was the one who picked her up first, so that makes her mine. Why don't you go play somewhere else? You lack delicacy. You're the one who lacks delicacy. So go back home and then cry in your pillow. Time for fun. Mit Yuri würde ich mich persönlich aber auch nicht anlegen wollen. Krass, die ist auch so schnell. Sehr nice. Sehr cool. Ja, bevor ich den Story-Modus jetzt angefangen habe, habe ich noch nicht die neuen Charaktere mehr einzeln angespielt. Wollte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich wollte das hier in der Story erleben. Sehr krass. Tja, Vega, das hast du jetzt davon. Da hast du dich gerade mit der Falschen angelegt. Aber Cammy ist down. Cammy. Oh Mann. Crap. I guess I didn't kill him. You wake up already? I see. I'll leave for now. Oh, Telefon. DiCapri ist erstmal safe. What now? Oh, it's her. Ja, sehr interessant, Leute. Sehr interessant. Die Story um Cammy und DiCapri hat mich schon sehr, sehr lange interessiert. Ich finde das gut, dass das hier mit aufgenommen wird. We came back here for now to regroup, but we will be going back to the Shadaloo base as soon as we rethink our strategy. We must stop them from dropping the moons. We're going back to our own hideout now. It seems Helen already has some new information. Oh, Abel. Immer noch auf Psycho Power. Wo habt ihr denn Zangief gelassen? Der kann ihn doch sicherlich ein bisschen aufhalten. Charlie gerade die Kraft abgesaugt? Sieht so aus, oder? You okay? Do you know who I am? Oui. You're the one
who stopped my madness. Merci beaucoup. Charlie. You forgot this. Seine alte Dogtag. Nash? Huh? Ich frage mich, was hat Urien hier eigentlich noch für eine Rolle? Diese Helen, wo ich zu 100% sicher bin, dass das Rose sein wird, kommt mir echt so von der Art und Weise her, wie sie sich verhält, vor. Was hat er vor? I see everybody's here. So, you said there's a way to stop the moons? Yes, that is true. I have found a solution. So there is a way. Yes, but it depends on you. To the friend of that person, the Usher. I found a command. Light up the pathway for those who stray. I call thy name. If we decipher this, we can stop the moons. I have skills. Like I know how to read and write programs. But I can't read hearts. But you, who are the friend of that person, you can. A command. It seems like a code. I assume you can decipher it? Yes. I'm impressed with Rashid of the Turbulent Wind. I thank the developer of the Black Moons and your friendship with her. It's Kismet. If the command is activated, Shadaloo's plan will come to naught. I'm very excited. Irgendwie weiß ich nicht, wer das. You will finally get to kill. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzpfad, aber die ist irgendwie echt komisch. I can only do what is in my ability to do. I'm afraid that I won't be able to end Bison's life. Don't say things like that. I don't have the strength to do that. However, maybe they do. Don't say that! Don't you know how much I had to sacrifice just to bring you back to life? What do you mean you can't win? You are supposed to win! If you win with the power given from my lord, then the prophecy... But I'm already dead. For dead men, time will stand still. But Bison's psycho power keeps growing and evolving. Whereas I have... Did you get frightened and decide to chicken out? All right. I'll tell you something. Your time is short, just for a limited period, by the grace of my lord. Tell me you actually thought you would live forever. Before too long, your body will fall into decay. There is no next time for a filthy dead man like you. I know that already. What did you say? I know I don't have much time, so I have to do what I have to. Hey, wait up! Okay. Also wird er nicht ewig leben. Er ist sozusagen schon am Zerfallen wahrscheinlich. Diese Helen, ich weiß nicht, Leute. Diese Helen, die ist ganz komisch. Ich meine, so benimmt sich zum Beispiel Rose wiederum gar nicht. Ich weiß es nicht. Oha. Nekali hat das Kansuki-Anwesen gefunden.
Oh oh. Der ist aber auch ein Biest. Und Ryo ist auch da. Bitte lass mich Ryo sein. Ja, komm schon. Hadouken! Hab dich, Nicarelli, hab dich. Not done yet. Wieso ruft der Nekali herbei? Vielleicht kann er ihnen helfen, das Hado abzusaugen. Das wäre allerdings auch eine Idee, ja. Aber er ist mittlerweile schon so stark, dass er Nekali auch besiegen kann. Unglaubliche Stärke. Wirklich unglaublich. Why couldn't I devour his soul like the others? You must go. His soul is no longer a sacrifice for you to devour. Now everybody is here. Well then, we're going back to the Shadaloo base. Nash and Rashid? I just received a report. They believe they found a way to stop the moons. That's amazing. Then let's leave it to them to stop the moons. We'll go there to defeat Bison. I'll go with you. You certainly made us wait for a long time. Then I'm sure you'll work twice as hard. Right? We'll all work hard. Das sieht so nach fast schon der letzten Aufgabe aus, die wir vor uns haben werden in dieser coolen Story von Street Fighter 5. Ja, ich denke, wir gehen langsam gegen Ende, aber wir müssen erst noch die Moons davon abhalten, auf die Städte zu stürzen. Und das da sieht nicht gut aus. The Black Moon is still intact. All of our attempts have been ineffective.
What's the current evacuation status? People in all the cities are panicking. Not even 50% have evacuated. Das Chaos in den Städten bricht aus, Leute. Schaut euch das an. Das sieht nicht gut aus. Die Menschen haben Angst, sie wollen weg. A blond-haired child had appeared who was equally filled with fire and water. That child listened to the wishes of those people who had true compassion. I heard about a fool who was bitten by her own dog. It is not done yet, my lord. I'll be waiting for your good news. Ich komme nicht dahinter, was Yurian vorhat, ganz ehrlich, Leute. Was planen die? Was planen die abseits von Shadaloo? Aber schaut euch das Chaos an. In Moskau. Ganz seltsam, Leute. Ganz seltsam.